Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Destiny 2. Heute werde ich die Geschichte hoffentlich endlich durchspielen. Ich bin mal gespannt, wie viel ich noch zu tun habe. Ja, und ihr seht, es sind weitere Erweiterungen da. Also hier die zweite Kriegsgeist ist live und da ist wieder eine Story-Kampagne dabei, da sind wieder neue Waffen und alles Mögliche dabei. Aber erstmal will ich durch die erste Geschichte kommen, um zu überlegen, ob ich mir ja die nächsten Erweiterungen auch hole. So, und dann gibt es natürlich Raids hier, Leviathan, Sternschleuse, hört sich super an. Aber Raids habe ich auch noch nicht gemacht. Und im Schmelztiegel war ich auch noch nicht, also ich habe noch einiges offen. Und hier seht ihr, meine Planeten sind schon alle offen, die habe ich schon alle fertig. Aber hier oben, die Rote Schlacht, Kampagne, die muss ich machen. Heute machen wir die 1AE, Steuerbordlandung, die Allmacht. Die Zeit ist gekommen, um die Allmacht aufzuhalten. Begib dich auf das Schiff und deaktiviere seine Vernichtungswaffe. Empfohlenes Powerlevel ist 170, die müsste ich auch haben. Ja, ich habe sogar 196, dürfte ich also schaffen. Also geht es jetzt mal hinein. Und wir starten sofort mit der Kampagne. Wenn ihr Fragen zu Destiny 2 habt, zu den ja, Möglichkeiten, PvP, PvE, was man dort alles machen kann und so weiter und so fort, schreibt es einfach in den Chat zu meinem Kanal, zu meinen anderen Spielen. Gerne könnt ihr schreiben, was ihr möchtet, also wenn es irgendwie was mit Streaming oder YouTube zu tun hat. Und generell geht es dann jetzt mal mit der Story los. Ich bin mal gespannt. Oh, das sieht gut aus. Zavalas Truppen gehen schon um die Stadt herum auf Position. Aber sie können nicht angreifen, bis wir das Ding platt gemacht haben. Bereit, wenn du es bist. Das ist also die Allmacht. Das große Schiff, das wir besiegen müssen. Und ich bin mal gespannt, wie schwer es darauf wird. Müsste die letzte Story-Mission sein. Danach haben wir noch ganz viele Abenteuer auf dem Planeten offen. So. Und man kriegt ja immer neue Items und die sind dann immer ein bisschen höher vom Level, wenn man Glück hat. Wir sind auf der Allmacht. Gut. Ihr müsst den Zentralkern des Schiffs finden und das Waffensystem deaktivieren. Am besten folgt ihr der Treibstoffleitung. Das hört sich gut an. Dieses da wollen wir deaktivieren. Na, ob das mal gut geht. Und hallo, The Wolf. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bist du auch Destiny 2-Fan? Das wusste ich ja gar nicht. Ich bin ja ganz überrascht. Okay, das war ein bisschen tiefer Fall hier gerade. Sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich gehe schon wieder voll ab. Lauf da rein, sterb schon fast. Ah, es macht so einen Spaß. Auch mal wieder dieses Weggeballere. Heute Mittag noch Autorennen gefahren. Wie der da rumfliegt. Gestern noch Abenteuer gespielt. MMORPGs und heute wird mal geballert. Endlich mal wieder ein Shooter. Muss auch mal sein. Muss ich auch mal ein bisschen abreagieren hier an den ganzen Außerirdischen. Ich habe jetzt gesehen, im Blizzard Launcher ist jetzt auch mittlerweile Call of Duty drin. Dadurch, dass das alles von Activision ist, kann man das jetzt alles über den Call of Duty, über den World of Warcraft Launcher benutzen. Eigentlich hatte ich das Ding nur für World of Warcraft installiert, das Battle.net-Teil. Aber, tja, kommen immer mehr Spiele rein, weil das ist sowas wie Steam. Aktiv. Sind wir zu spät? Noch nicht. Du musst die Verbindung zwischen der Allmacht und der Sonne unterbrechen, bevor das Magnetfeld der Sonne zerstört wird. Mit einem großen Boom. Ja, ich glaube, hier müssen wir lang. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich auch richtig ziele. Hier kann man nämlich sterben beim Runterfallen. Boah, der ist gut explodiert. Ah, da kommen auch schon wieder die nächsten. Eieiei, jetzt muss ich springen. Ah, klappt aber. Super. Das sind Kabale übrigens. So sehen die aus. Von Namen. Und da von den Chef. Den wollen wir heute besiegen. Das sind nur irgendwelche kleinen Angestellten. Keine Ahnung. Oh, da kommt schon ein Dicker.
ziemlich aggressiv, der Kerl. Das ist Action. Und so Wolf spielt im Moment Neverwinter auf dem PC. Ja, Neverwinter habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Das war auch mal ganz schön. Ist ja ein bisschen Dungeons and Dragons Feeling und so. Aber irgendwann war mir das immer zu komisch, auf dieser Map die einzelnen Instanzen anzureisen und die sind dann immer nur so klein. Ich bringe die Brücke zurück. Oder wir können uns hier häuslich einrichten. Genau, ich dachte gerade, wo geht's denn hier lang? Also irgendwie habe ich hier auch kein Ziel gesehen. Ich soll ihn irgendwo bei der hier. Gut. Ja, Neverwinter war also für einen Free-to-Play-Titel mal gut. Aber auf langere Sicht konnte ich das dann doch nicht spielen. Da war es mir irgendwann dann doch zu langweilig. Aber anspielen sollte man es auf jeden Fall mal, damit man mitreden kann. Oh oh. Ich versteck mich hier mal. Was geht ab? Bisschen übertrieben hier. Was sie hier reinfeuern. Dann macht das so. Muss doch mal gerade aufpassen. Die Super hat schon mal schön Schaden gemacht. Boah, das sind aber fiese Kerle. Ein Glück ist die Granate so schön, dass die so über Zeit taktet. Wer da reinläuft, kann sterben. Na, immer schön aufs Bein. Oder auf den Arm. Na, das geht aber nicht so wirklich. Also Bein. So. Ich hasse diese Typen. Ich kann da halt nicht so als... Ui. Ich kann da halt nicht so als Hexer so einfach so reinlaufen, weil der Nahkampf... Oh, der Nahkampfschaden war jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich halte halt nichts aus im Nahkampf. Das ist halt das Problem. So, geht doch. Die Brücke ist geschafft. Yay. Ihr seht schon, ich arbeite auch nur mit dieser einen Waffe, weil die einfach cool ist. Und da gibt es schon einen blauen Helm. Das sieht doch mal cool aus. So, die nächste ist die hier. Die hilft bei Schild. Also wenn ein Gegner ein Schild hat, sollte man die benutzen. Und dann gibt es noch eine, die hier. Davon habe ich aber nur ganz wenig Schuss, darum kann ich die jetzt nicht benutzen. Die brauchen wir dann beim Boss oder sowas. Genau. So. Also drei Waffenarten gibt's. Kennt ihr ja vielleicht schon von Destiny. Und Arcane Legion spiele ich auch derzeit. Ist ein etwas älteres Spiel. Das kenne ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Kann ich gerade nichts mit anfangen. Unsere Truppen positionieren sich an den Stadtmauern. Du gibst das Signal für den Angriff. Wir erledigen das, Commander. Ich denke, das ist ein Raumschiff. Was hat das denn jetzt mit einer Stadtmauer zu tun? Naja. Ich weiß nicht mehr ganz die Story, wie es aussieht. Mineralaufbereitung, die Allmacht. Das ist auf jeden Fall ein Raumschiff. So, und hier müssen wir jetzt durch. Dieser Tunnel da drüben sollte uns direkt zum Zentralkern führen. Okay. Irgendwann müssen wir doch mal den Oberkerl da von den Kabalen erledigt haben, oder? Hier auf dem Schiff könnte er doch sein jetzt. Müssen wir da oben lang oder hier unten lang? Wir gucken einfach mal kurz da oben nach den Truhen, ob da irgendwas dabei ist. Wenn ihr übrigens mit in die Mission wollt, ich weiß nicht, ob ihr nachkommen könnt, aber wenn ihr nachkommen könnt, dann dürft ihr natürlich von mir in den Trupp geladen werden und auch mit mir spielen. Nachher mache ich noch 1, 2, 3 Abenteuer, je nachdem wie viel Zeit uns bleibt heute. Heute machen wir pünktlich um 23 Uhr Schluss, vielleicht sogar ein paar Minuten früher, weil ich muss noch ein bisschen was erledigen. Morgen geht's wieder auf die Arbeit. Und das Wochenende ist schon fast vorbei. Das gibt's doch nicht. Hier die guten alten Tunnelbohrmaschinen. Sehen wie die aus, die den Gotthardtunnel gegraben haben. Sehr lustig. Da fahre ich heute, dieses Jahr auch noch durch den Gotthardtunnel. Irgendwo hier muss aber was sein. Ne? Ich finde gerade den Weg nicht. Na, bin ich blind?
aber da oben ging es doch nicht weiter. Da war doch nur schwarz. Ach so. Es scheint, als benutzt die Rotlegion Merkur als Treibstoffquelle. Das Sonnensystem ausbeuten? Das ist irgendwie beeindruckend. Super. Also hier sind wir doch richtig, aber was ich hier machen muss, sehe ich gerade nicht. Ich warte immer auf die Markierungen. Die dauern halt ein bisschen. Das ist radioaktiv und instabil. Halt es nicht zu lange in Händen. Ja, dann sag mal, wo ich es hinpacken soll. Hier sieht man nichts. Gar nichts. Ah, das sieht gut aus da. Jo, passt rein. Und jetzt? Ah, endlich. Oh, da läuft was los. Und da kommen auch die Gegner. Die Mineralaufbereitung läuft wieder. Jetzt habe ich das Schiff sogar gestärkt. Aber damit auch die Gegner angelockt. So. Schön, wenn gelbe Behälter irgendwo rumstehen. Das hat doch mal schön funktioniert hier gerade, der Ink. So. Oh, Granate. Na, explodier schon. Muss weg. Was ein Stress. Ja, die funktioniert nicht besser, ne? Das sehen wir hier gerade. Im Gegensatz, wenn die Phalanx da auch noch ihr Teil da aufbaut, dann habe ich gar keine Chance mehr. So. Aber man muss sich nur gut bewegen. Immer ausweichen, immer weg von den Gegnern. Dann geht das schon. Toll, jetzt wollte ich den gelben Behälter treffen und dann stehen alle möglichen Weg. Bisschen aufpassen. Jawohl. Hier bin ich wieder safe erstmal. Boah, der Phalanx nervt so an. Oh oh. Ihr seht, dafür ist die Waffe dann super, denn sein Schild war sofort weg. Oh, die geht gut ab. Die Phalanx ist stärker als der Boss. Oh Gott, nervt das. Boah, wenn dieser Gegner nervt, ne? Endlich. Man kann immer nur hoffen, hoffentlich kommt nicht irgendein Phalanx-Gegner als Boss. Das wäre schlecht. So, finde die Waffe der Allmacht. Jetzt sind sie fertig. Die Erztunnel sind frei. Wir können dem Treibstoff zum Waffenkern folgen. Die Maschine hat aufgeräumt. Diese Felsen. Schwer zu glauben, dass da einer unserer Planetenzerbrösel zu unseren Füßen liegt. Da ist noch genug vom Planeten übrig. Wir kümmern uns drum. Okay, da vorne geht's weiter. Und The Wolf fragt, ist The Elder Scrolls gratis für PS4? Nein, ist es nicht. Man muss es einmal kaufen. Deine Truppen stehen an der Stadtgrenze bereit. Verstanden. Ich schalte gleich den Funk aus. Die Rotlegion darf nichts ahnen. Die Rotlegion. Peter, ich werde alles tun, um unsere Heimat zurückzuerobern. Ja, ich auch. Sollten wir uns nicht wiedersehen, sollst du wissen, dass ich stolz auf deine Taten bin. Tada! Wir kommen in den neuen Bereich und kriegen sofort Besuch hier.
Oh wei. Auch auf dem PC muss man das Kreuz erstmal kaufen. Also man muss es einmal erwerben. Egal ob die Grundedition oder die Tamriel-Edition oder die Kapitel-Edition Morrowind oder Somerset, egal wie, einmal muss man es kaufen. Dann hat man es und kann es ohne Abo spielen. Dann ist es zwar nicht ganz so einfach ohne Abo, weil alles ein bisschen weniger Platz ist, nicht jedes Gebiet, also nicht jedes DLC benutzbar ist und so, aber man kann sehr viel dann auch ohne ein Abo spielen. Aber einmalig kaufen ist notwendig. Und wenn es dann einfacher gehen soll, mehr Erfahrungsex, mehr Inhalte im Inventory oder mehr Gepäck, dann muss man irgendwann mal ein Abo abschließen. So. Und hier muss ich irgendwann die DLCs kaufen. Kommt jetzt darauf an, wie die Story sich so am Ende zeigt. Ich bin mal schwer gespannt. Also, der einzige Weg zu unserem Ziel führt da draußen. Oh, oh, oh. Wir schaffen das. What? Was soll ich denn machen? Ach, da in den Schatten rein. Okay. In den Schatten, den Schatten. Ja, ist mir jetzt auch klar. Sehr gut. Also Vorsicht, wie geht's weiter? Das kann jetzt ganz schön tödlich enden. Ja. Oh wei, oh wei. Ziemlich hell hier. Da kommen auch schon die Granaten geflogen, na super. Ja, aber überlebt. Immerhin. Boah, ist das hell. Voll die Blendung. Jo, und da kommt schon der nächste. Ich bleib erstmal hier, bis ich die alle erledigt habe. Damit ich nicht einmal die Sonne und auch noch Gegner habe. Ist das die Sonne oder war das jetzt der Merkur? Ich habe es jetzt immer noch nicht genau verstanden. Oh Mann, oh Mann. Was bauen die hier für Level? Es brennt. So. Ich glaube, das soll der Merkur sein. Oder ist es die Sonne? Nee, das ist der Merkur, oder nicht? Sieht mehr nach Sonne aus, ne? Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Aber wohin jetzt? Ist irgendwo nach oben. Okay. Junge. Immer schön vorhalten normalerweise. Also immer in die Richtung, wo die springen, so ein paar Zentimeter nach vorne. Und ab in den Schatten. Ganz schnell. Ja, ja, ja. Also ich bin hier auf jeden Fall richtig, das weiß ich. Da ist eine Tür. Sehr schön. Und wieder ein blaues Engramm. Könnte eine bessere Waffe sein. Gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt machen wir mal ein bisschen upgraden hier. 203, 203. Schade, nicht besser. Und bei der Waffe 203, 201. Auch nicht besser. Sehr, sehr schade. Also von daher müssen wir noch ein paar bessere Items finden. Finde die Waffe der Allmacht und schalte sie ab. Ich muss gehen, Hüter. Du kennst deinen Weg. Du brauchst unsere Anweisungen nicht mehr. Sollte meine Reise heute beendet sein, gehe ich dem lächelnd entgegen. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob wir auch hier irgendwann mal ans Ende kommen. Die anderen sind schon alle sich am Verabschieden. Rechnen alle schon mit ihrem Tod.
ich jetzt nicht unbedingt vor. Und Wolf muss dann auch mal ausschalten, weil ich muss morgen zur Schule. Ja, kann ich verstehen. Dann schönen Abend dir noch. Und hoffentlich sehen wir uns wieder im Elder Scrolls Stream am Dienstag. Da geht es nämlich weiter mit Streams. Oh. Ey, der stirbt noch nicht mal von der Explosion. Was ist das denn für ein Kerl? Der ist ganz schön gepanzert. Neue Munition ist immer gut. Ah, jetzt kommen die Scharfschützen langsam. Wo ist er? Da ist er. Das war's für den Scharfschützen. Der hat nicht mit Gary in Zielgenauigkeit gerechnet. Also vom Weitschießen macht immer Spaß. Nur wenn ich nah dran muss, dann habe ich ein paar Probleme. So. Da hoch muss ich aber, wie es aussieht. Jetzt. Na toll, können die nicht einfach Leitern hier hinbauen? Um vorwärts zu kommen, müssen wir nach oben. Das hört sich nach einem Zavala-Spruch an. Aber ist machbar. Tada! Oh, jetzt kommt der Rotlichtbereich hier. Da sind die Kabalinen. Oh, nicht der schon wieder. Und was machst du denn auch noch hier? Die Waffe ist gar nicht mal so gut. Jetzt nehmen wir mal die ganz gute Waffe. So. Ein Schuss und schon sind sie zerfetzt. Okay, jetzt wieder die Standard. Das reicht für die hier. Aber für die Phalanx benutze ich jetzt wieder die tolle. Das nervt. Wie lange hält denn dieses Schild? Ist doch nicht zu glauben. Ich krieg's nicht auf die Reihe, den zu killen. Sehr gut. Bin mal gespannt, was das hier für ein Boss wird. Hey, Hawthorne sagt, wir nähern uns dem Einsatzort und ich bin nicht gut im Redenschwingen. Also tu, was du tun musst. Jetzt verabschiedet der sich auch schon. Lacht sonst keiner über meine Witze. Alle verabschieden sich. Es scheint echt schwierig zu werden jetzt. Oh Mann, ich bin gespannt, wie oft ich da sterbe jetzt. Ich nähere mich dem Einsatzort. Och, sind nur ein paar Gegner. So kommen wir zum Waffenkern. Okay. Zum Waffenkern wollen wir. Da wird geladen, wie es aussieht. Was sind die Gegner jetzt alle unter mir? Hm? Wir werden es schon feststellen. Einfach mal gechillt hier erkunden. Da. Da mal einen. Der nächste. Wie schön, die da alle auf dem Präsentierteller springen. So ist das nice. Geht alle dahin. Es gibt auch ein paar, die sind intelligent. Die verstecken sich dann doch mal. Bisschen nervös, die Kerle. Ja, die wissen, dass Garion vorbeikommt. Oh, what is hier das? Und tschüss. Das.
Wie die Flammenwerfer explodieren, finde ich immer cool. Oh, da ist ein Chef. Darum habe ich jetzt gerade auch so viel Damage bekommen. Ich dachte gerade, wo kommt der denn her? Sehr schöne Waffe. Ich weiß gar nicht, was es ist. Wie heißt denn die überhaupt? Das ist eine Königskobra Linear Fusionsgewehr. Sehr nice das Teil. Das macht richtig gut Schaden. Aber brauche ich halt auch nur bei Bossen erstmal. Und wieder ein blaues Item. Vielleicht kommen wir jetzt mal über 203. Oh, da müsste ich mein Fusions... 204 ist ja wieder klar, ne? Von 176... Eine Schrotflinte, da muss ich ganz nah dran. Und jetzt habe ich so ein cooles... Na, komm, machen wir mal mit Schrotflinte. Yay, Power Level 200. Mal gucken, ob das mit der Schrotflinte klappen wird. Oh, fast keine Munition mehr von der besseren. Von der Standard. So. Brauchen weiße Munition, die ist leer. Da liegt noch welche. Oh. Grüne brauche ich nicht so dringend. Okay. Ich soll echt da durch diese Tunnel, da durch diese Waffentunnel. Also, solange ich nicht da in die Zermalmung gehe, passt das alles. Ist ja geil. Wird schon schief gehen. Na, ich bin mir da jetzt mal nicht so sicher. Sieht ziemlich gefährlich aus, aber ab hinein. Wow. What? Hey, das ist ja geil. Achterbahn fahren, yay. Wahnsinnige Beschleunigung. Komm, schießen wir mal hier drin mal. Ne, geht nicht. Und wir sind angekommen. Aber was jetzt? Sind wir hier irgendwie in so einem Bereich, der uns nichts Wirkliches sagt? Ich höre was. Panzer? Sind da Panzer wieder? Abfänger. Die wollen wohl, dass wir hier alles in die Luft jagen. Sowas ist nice. Die machen Spaß, die Dinger. Jawohl. So ist es lustig, sich durchzukämpfen. Dann dauert es nicht so lange, die Gegner zu besiegen. Ich habe wieder so ein Panzerlevel fast. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Boah, das sieht nice aus. Wow, einfach wow. Der Geist redet sofort mit. What? Da kommt doch ein bisschen Schaden raus aus der Waffe, würde ich sagen. Aber was genau ich jetzt machen muss, kann ich euch nicht sagen. Hier vielleicht da drauf schießen. Oder da oben reinschießen. Oder das hier kaputt schießen. Fahren einfach mal weiter. Oh, oh, oh. Die Wärmeaustauscher. Zerstöre sie, damit die Waffe überhitzt. Okay, das krieg ich hin. Genau so! Ist er kaputt? Ich glaube, der ist kaputt. Wärmeaustauscher. Ja, das macht Sinn. Der ist kaputt.
Und da ist der nächste. Bin mal gespannt, wie viele es gibt. Oh, schade, dieser Zug. Also zwei Stück gibt es auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da hinten noch zwei. Nö, sieht so aus, als wären das die einzigen zwei. Komm, geh wieder auf. Ich will dich zerstören. Auf geht's. Jawohl. Nummer zwei. Der letzte sollte den Kern kühlen. Ja, welcher letzte denn jetzt? Hier sind doch keine drei, das gibt's doch nicht. Und hi Catgirl, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mal in einem Shooter, Destiny 2, nicht in Elder Scrolls, gemütlich auf der Somerset-Insel. Ab und zu muss man auch mal was anderes erleben. Wärmetauscher suchen für eine Riesenwaffe zum Beispiel. Weiß noch nicht genau, wo der ist, der zweite, der dritte Wärmetauscher jetzt. Erstmal alle wegräumen, dann geht das schon. Sogar mit dieser Waffe hat die Phalanx noch Chancen. So, jetzt. Was sagt der Kompass? Der Kompass sagt, ach hier, ja, das macht Sinn. Oh, schade. Das war gerade so interessant. Ah, sie blitzt schon vor sich hin. Das ist nicht mehr gut für sie. Oh, und da ist sie wieder offen. Jetzt aber. Die Temperatur steigt, aber das reicht nicht. Wir müssen den Kern selbst erwischen. Den Waffenkern selbst erwischen. Hab das gehört. Jetzt ist die Frage, wo ist der Waffenkern? Da oben? Ich weiß es nicht genau. Das Ding ist so gemütlich. Die haben die richtig coole Sitze eingebaut. Hier könnte ich eine Stunde lang noch mit rumfahren. Aber irgendwie soll ich da vornehmen. In den Waffenkern. Ach, da rein soll ich. Was? Jetzt. Ich glaube, hier geht es nicht weiter mit dem Gerät. Ja. Eine Fusionszelle. Damit können wir das Elektronenreservoir überlasten. Dann versuchen wir das doch mal. Und so, die sollen wir also jetzt irgendwo da oben reinpacken. Das ist so heiß jetzt hier. Heiß. Ja, doch geschafft. So, liebe Waffe, das war's für dich. Und nu? Fliehe. Ich komme mit dem Chef. Lauf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg hier. Die Waffe ist zerstört. Starte den Angriff. Okay. Ich hoffe jetzt nur, da wartet einer am Ende der Strecke auf mich. Oh nein. Ich habe schon wieder nur ein halbes Leben. Wir sind hier fertig. Da ist es. Ab nach Hause. Geschafft. Die Allmacht ist zerstört. Das Hauptraumschiff vom Boss. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft.
Gute Arbeit, Colonel. Wie viele waren das? 7 in Folge? Wer braucht das Licht, wenn man einen gefiederten Freund an seiner Seite hat? Richtig? Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht. Okay. Ja, das ist der Treffpunkt, an dem ich den Teleporter aufstelle. Zavala und Ikora sollten jetzt an ihren Plätzen sein. Zavala, wir sind in Position. Wir auch. Ikora, bereit, wenn du es bist. Copy. Geht in Deckung. Ihr hütet euch alle naselang flach. Wo ist Kate? Wenn er sich an den Plan hält, ist er genau dort, wo er sein soll. Jetzt müssen wir nur noch dich und Ikora hoch zu ihm schaffen. Das ändert die ganze Sache. Überlass das mir. Du geh weiter. Ikora, Kate ist oben, ich bin unterwegs. Viel Glück, Hüter. Das war doch mal eine interessante Zwischensequenz und Catgirl fragt... Ist mal was ganz anderes. Worum geht es in dem Spiel? Ja, das erkläre ich euch nach dem nächsten Film jetzt hier. Und vielleicht klärt sich dann schon alles auf. Wohl, der Feind greift die Stadt an. Und die Allmacht ist verloren. Verloren? Erkläre dich. Verwüstet! Von dem gleichen Hüter, der irgendwie seine Macht zurückbekam und unsere Armeen in diesem verdammten ganzen System demütigt. Du würdest das wissen, aber du verschwendest deine Zeit an eine Maschine und eine Kreatur, die behauptet, mit ihr zu sprechen. Pass auf deinen Ton auf, Konsul. Mein Ton? Ah. Unsere Mission, diese Macht für unser Volk zu sichern, wird scheitern. Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der Rotlegion. Ah, wegen dir und deinen lächerlichen Sorgen. Sieh dir deinen Reisenden an, Dominus. Der Käfig ist fertig. Die Zeit ist reif. Nimm, was rechtmäßig dir gehört. Nimm seine Macht. Sag, Sprecher, was will der Reisende noch? Gaul, ich spreche für den Reisenden. Ich habe nie behauptet, er spricht mit mir. Diese Fixierung ist vorbei. Du wurdest bereits auserwählt. Nicht von einer Maschine. Von mir.
Und zwar an dem Tag, als ich dich fand. Vergiss nicht, wer du bist. Was du bist. Du bist Kabal. Kabal erwachen nicht. Du nimmst das Licht. Tu, was du geschworen hast und gib mir die Rache, die du versprochen hast. Sieh mich an, Schüler. Sieh mich an! Ich werde tun, was ich geschworen habe, alter Freund. Ich bin Gaul. Und das Licht ist mein. Das ist Gaul. Und der hat die Erde am Anfang vom Spiel übernommen, indem er diesen Reisenden, der den Menschen und anderen Rassen Macht gegeben hat, ja, einfach übernommen hat oder gefangen hat in diesem komischen Käfig, der da gerade drumherum war. Und wir versuchen, den da wieder zu befreien, aus diesem Käfig heraus. Das ist so eigentlich die Storyline. Und ja, dieser Gaul ist halt der böse Diktator, der das ganze Universum oder eher gesagt unsere Milchstraße übernehmen will. Was passiert mit ihm? Und wir sind relativ weit in der Story. So, und da bin ich wohl auch endlich angekommen und versuche jetzt, den Reisenden zu befreien. Ob das klappt oder nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin mal schwer gespannt. Und hallo Jumas Studio, auch du bist mal wieder da. Sehr schön. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und da liegen auch schon ein paar Tote rum. Da hinten, seht ihr das gerade? Trifft dich mit der Vorhut. Alter, bist du noch da? Uns geht es gut, aber der Reisende. Deshalb sind wir hier, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ikora und ich nähern uns dem Treffpunkt. Kate ist schon da. Wir nutzen den Wächsteleporter, um zum Reisenden zu gelangen. Wenn wir es soweit schaffen. Wir geben Deckung. Okay. Willkommen zurück, Hüter. Freut mich, dass du dabei sein kannst. Die Rotlegion hat diese Energiebarrieren aufgestellt, um uns in die Falle zu locken. Ich kann mich ins Netz einschleusen und es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Gib mir eine Sekunde. Ich guck mal auf die Map, wo wir denn hier sind. Wir sind also jetzt, wie es aussieht, auf der Erde. Aber wir haben keine Map. Können also nicht sagen, okay, das und das hier ist zu tun. Triff dich mit der Vorhut. Das ist das Einzige, was wir wissen. Irgendwo ist die da vorne. Die sind ja schon reingelaufen, eben im Video haben wir das gesehen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hinterherkommen. Warum jetzt in meiner Mission da vorne ein anderer Spieler dabei ist, weiß ich nicht. Oh, und ich hätte meinen... ja, ihr seht es gerade, man muss seinen Booster-Pack eher am Ende benutzen, statt oben. So nämlich. ja, da war jetzt ein bisschen ungünstig geflogen, aber egal, sah toll aus von da ganz oben. Und jetzt geht es hoffentlich langsam zum Schluss. Da warten auch schon wieder die Kabale. Das sind die Gegner. Es wird langsam Zeit, dass wir den Reisenden befreien. Ich bin jetzt schon seit, ich würde mal sagen, 8, 9, 10 Let's Play-Stunden dran. Es hieß immer, die Story ist nicht so lang, ist nicht so viel in Destiny 2. Aber es reicht, um mich doch hier wieder ein paar Stündchen mit zu beschäftigen. Oh, oh, oh. Kommen doch ganz schön viele Gegner gerade. Ich laufe mal wieder was zurück. Das waren doch jetzt paar viele. Darum war auch Popkiller gerade tot, der da auch gerade mit in der Mission ist, wie es aussieht. Und da ist auch ein Named. Das ist immer ein Problem dann. Oh, habt ihr gesehen, wie der den gerade umgehauen hat? Einfach so, den Spieler. So. Die Barriere ist ausgeschaltet. Los! Na, habe ich dich schön wiederbelebt. Sag schön danke. Okay, Barriere ist schon offen. Wir können schon wieder rein. Die Gegner lasse ich mal da. Verstanden. Wir sind gleich beim Treffpunkt. Kate, ist der Teleporter aktiv? Au, jetzt nochmal. Ja, passt. Ich wusste es. Lass nie einen Kate einen Hawthorne-Job machen. Das habe ich gehört, Poncho.
Warum sterben die denn die ganze Zeit? Da sind schon wieder welche tot. Also irgendwie sterben hier im Gebiet ziemlich viele. Aber ich kämpfe mich ganz locker flockig durch. Sterben ist uncool, mache ich nicht. Habe ich gerade keine Lust zu. So, da hoch geht's. Morphon, wir kommen schon wieder nicht weiter. Noch eine Energiebarriere. Warte, ich bin dran. Und da müssen wir durch, diese Tür. Probier ich mal meine Schrotflinte. Lauf, die Barriere ist unterbrochen. Tut's? Jo, die ist sogar gar nicht so schlecht. Bewegung, ich kann die Barriere nicht viel länger deaktivieren. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Mann, 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 so ein Stress. Kate, wir können sehen, dass ein Rotlegionstrupp deine Position flankiert. Wie lautet dein Status? Verdammte Hacke! Nächstes Mal kannst du ja im Kugelhagel die Vex-Tech reparieren. Kopf unten halten, Kate. Wir sind fast da. Wie lautet dein Status? Verdammte Hacke. Genau so lautet mein Status. Da können wir Assassin's Creed-like anschleichen und dann... Und... Nee. Ja, super. Ich wollte einfach mal so einen schönen Nahkampf-Kill machen, war wohl nix. Aber anschleichen hat mal funktioniert. So. Was haben wir hier? Lagerraum. Ich gehe einfach mal durch. Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Die einzige Markierung, die man sieht, ist halt, wenn man hier das NAV anmacht. Der weiße Punkt da. Oder oben auf der Minimap. An diesem Radar, den man oben hat. Boah, was ist denn hier gebacken? So, die Super funktioniert super. Kann man ja mal so zusammenfassen. Den lassen wir jetzt auch nochmal schön brennen hier. Burn, baby, burn. Oh, schon verburnt. Fertig. Der Sound tagt eine Sekunde nach. Ikora und ich haben den Treffpunkt erreicht, aber Kate kämpft immer noch mit dem Teleporter. Ich kann ballern oder reparieren, aber nicht beides gleichzeitig, weil die mir gerade den Arm abgeschossen haben. Kate, wir brauchen diesen Teleporter. Wir können die Position nicht mehr lange halten. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen deine Hilfe, Hüter. Das hört sich gut an. Dann komme ich doch helfen. Der Reisende. Goll muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Hüter, wir müssen ihn aufhalten. Wenn er das Licht an sich reißt, dann ist alles verloren. Das Raumschiff ist schon da am Reisenden jetzt. Jetzt müssen wir also ein bisschen gucken. Vor allem, wie kommen wir hier jetzt lebendig voran? Oh Gott. Ah, sieht gut aus. Ich glaube, jetzt landen wir hier. Und Yuma Studio sagt, der Sound hakt mal wieder. Ja. Mhm. Mann, warum hat er sich da nicht hochgezogen? Warum bin ich zu weit links gesprungen? Warum immer so Kleinigkeiten? Mensch, das ist so unprofessionell. Ich weiß, ich kann es besser, aber irgendwie geht's nicht besser. So, wunderbar. Geht doch. Ja, jetzt da. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich war gerade so schön am Gucken, wo kann man denn da hinten lang? Oh, what the hell? Da könnte man ja jetzt auch lang hier. Meine Güte. Da könnte man mal jetzt auch lang. Da wird man da hinspringen und dann da hinten. Aber ist mir zu gefährlich. Wir gehen da oben aufs Dach zu den Gegnern.
Unter der Treppe erwischen sie mich nicht. Was ist das für ein Kial-Koloss? Ich hasse Phalanx. Das Schlimme ist, man spielt hier die Kampagne und hat fast immer die gleichen Gegner. Das ist sowas von eintönig. Immer diese Kabale. Da hatte man wenigstens in Destiny 1 immer mal die Vex und mal immer wieder andere Gegner, aber man hat das Gefühl, man kämpft nur gegen Kabale die ganze Zeit. Das ist echt zu eintönig. Und hallo Nekanu! So, und tschüss. Der ist auch weg. Jetzt sind wir doch mal an einem guten Punkt. Und da sind die ganzen Invasionsschiffe. Alle greifen sie an oder passen hier auf. Ich muss irgendwie zum Reisenden hochkommen. Die Frage ist, wie und wo jetzt? Ich muss mal auf die Map gucken. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen, bitte? Überquere die Dächer um Zavala, Ikora. Ja. Da lang geht's nicht. Ikora, Kate. Ha. Wenn das nicht gut ausgeht, dann sollt ihr wissen, dass ich voller Stolz in eurem Einsatztrupp war. Wenn wir sterben, tun wir dies zumindest im Schatten des Reisenden, alter Freund. Wir stecken hier in der Klemme und ihr schwingt immer noch große Reden? Oh, das ist aber was, das geht ja gar nicht. Da hat der Nekaru gesagt, da steht noch immer auf The Crew 2 bei Twitch. Und da hat er recht. Das ist ja völlig falsch. Wir spielen ja mittlerweile Destiny 2. Heute Nachmittag habe ich The Crew gespielt. Und da muss man mal was dran tun. Das muss ich jetzt gerade mal ganz schnell verändern. In der Zeit kann ich mal meine Hände trocknen. Oh mein Gott, was das für eine Schwitzerei ist hier, wenn man über die ganzen Dächer springen muss. Was bin ich gestresst dadurch? So, und gleich haben wir es überall aktualisiert. Ist schon lustig, bei einem von diesen ganzen Plattformen sagt er dann immer, wenn man Destiny eingibt, Destiny Child, obwohl man eigentlich ja ein Spiel spielt, fängt er damit Musik an. Bei Mixer müsste das sein oder so. So, jetzt müsste Destiny 2 da stehen. The Crew war heute Nachmittag. War aber auch ganz nett. Leider konnte man nicht richtig lange spielen. Man konnte zwar viele Rennen machen und durch ganz Amerika, aber man kommt halt in der Story nicht weiter. Weil die ist nur bis zur Stufe 1 da im Spiel. Und das war leider zu wenig. Okay, so, jetzt müsste auch das Spiel aktualisiert sein. Auch bei Destiny. Quatsch, bei Twitch. Du kannst bei den Phalanxen in die Mitte des Schilds schießen, dann jetzt kaputt. Okay, Yuma Studio. Dann hoffe ich mal, dass das geht mit der Mitte des Schildes. Das probiere ich gleich mal aus. Ist eine coole Information. Ich habe auch vor kurzem Destiny 2 bekommen, weil ich vergessen hatte, Humble Bumble Monthly zu kündigen. Ja, Nekanu, so schnell kann es gehen. Ich habe es auch hier zweimal. Ich muss mal gucken, wo ich den Code vergebe. Kumpel den kriegt oder ob ich den irgendwie bei Steam Gifts verschenke oder was auch immer. Oh, das sieht doch mal richtig nice aus. Ja, und Nekanu, wenn du bei Blizzard bist, dann adde mich doch einfach mal. Dann kannst du mit mir hier mal durch Destiny 2 fahren und fliegen und alles mögliche. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich meinen Battle.net gerade hier als Info kriege. Ich glaube, hier sieht das irgendwo, ne? Da steht das, glaube ich. Da, Garion, Raute 2778. Wenn du mich da irgendwie mit bei Battle.net kontaktierst, als Freund aufnimmst oder was auch immer, dann kann ich dich wohl auch hier im Spiel dann irgendwann mal treffen, wenn du mal online bist. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch viel spielen werde, wenn ich die Story durch habe. Weil mehr Kabale habe ich eigentlich keine Lust mehr zu killen. In die Mitte des Schildes, sagt er. Oh, ich habe eine Freundschaftseinladung bekommen. Das ist doch schön. Nekanu hat mich als Freund geaddet. Das klappt sogar. Und dann nehmen wir die mal an.
Und damit ist Nekano jetzt auch mein Freund hier. In Destiny 2. So schnell kann es gehen. So, auf die Mitte des Schildes, sagt er. Och, das ist ja auch wieder eine Information gewesen. Wer hatte das denn gedacht, dass die Mitte des Schildes, gerade da, wo der Energiekern sitzt, zerstörbar ist? Das ist ja faszinierend. Humor Studio, das war wieder eine hilfreiche Information am Ende vom Spiel, von der Story. Hätte mir vielleicht 15 Let's Plays vorher was gebracht. Nee, bringt mir auch jetzt was. Alles ist gut. Wunderschön. Ein Glück hat man Zuschauer. Sonst hätte ich ja gar nicht gewusst. Boah. Die sind aber schön auseinandergefetzt gerade. So. Da sind wir auch schon bei diesem Logo. Und da waren wir gerade eben. Nur noch eins. Hey! Hört auf zu schießen! Hüter, den Sprung schaffen wir nicht. Nur du allein kannst es schaffen. Rette den Reisenden. Rette den Reisenden. Ich kann den Sprung schaffen. Na, dann will ich mal loslegen.